Und Aluminiumbarren braucht man. Aluminiumbarren ging ja relativ leicht. Ich glaube 10 waren es. Dann habe ich jetzt noch zu wenig. Ich gehe mal gucken. Okay, 10 Aluminiumbarren und 6 Feuerglut. Machen wir gleich. Die Glut holen wir uns auch noch mal kurz. Ich glaube, da brauchen wir noch 2 hier. Mal ein bisschen spielen. So, da komm. Mach's schneller, Pflanze. So, hier haben wir fertig. Bis Grüne, so wie es gesprochen wird. Dann will ich mal das hier probieren. Thank you.
Mit einer davon. Haben wir ja hoffentlich noch gut. So, sehr schön. Jetzt können wir Steine pulverisieren. Schiffsupgrade. Jetzt können wir gleich am nächsten Morgen in die neuen Gebiete fahren. Dann auf hier runter. Erst die Softballs Docks und dann hier zu dem Roxbury. Den haben wir ja geschickt. Jetzt wird's spannend. Das Schaf marschieren. Oha. Das sieht interessant aus. Das zu essen, das sag ich doch mal. Aha. Sag mal, aus Protest ist mal dem anderen was gegeben. Was anderes zu essen ist klar. Wasser zu kriegen, was er kriegen kann. Du musst nämlich der Löwe. Da ist er ja. Dazu können wir das skippen. Beste freust dich da mal drauf, aber. Und weiter hier. Keine Ahnung, wie man die Materialien hier noch kommen. Jetzt von Huxbury und Ambertown, da können wir schon zwei Quests alle erlösen. Und wir sind schon durchgebrochen. Interessant, habe ich ja nicht mitbekommen. Wir sind immer gleich da. In South Point. South Point Docks.
Was haben wir denn hier? Oha. Eine Seele. Hilf mir doch mal schnell. Da drüben ist dieser Kerl. Sieh ihn nicht an. Sieh mich an. Ja, also dieser Kerl, der nervt uns gewaltig. Er macht uns das Leben schwer. Versaut uns die ganze Operation. Ich habe dir keine Details verraten. Sagen wir nur, dass es besser wäre, wenn er auf Urlaub geht und nicht zurückkommt. Verstehst du? Du musst dich einfach nur um ihn kümmern. Kapiert? Mach es sauber und lautlos. Du siehst nicht nach viel aus. Ich kenne da was in dir. Du hast die Augen einer verfluchten Killerin. Zeig uns, was du drauf hast. Bitte was? Du willst vielleicht auch irgendwie anders erklären? Was machst du da? Warum siehst du mich so an? Okay, okay, ganz ruhig. Moment mal. Haben diese beiden Armleuchter dir aufgetragen, mich einzuschüchtern? Sieh mich nicht so an. Hör einfach auf mit dem Theater. Ich werde mich nicht aus diesem Job verdrängen lassen. Ich habe hungrige Mäuler zu stopfen. Lass mich doch nicht von zwei harten Kerlen herumkommandieren. Die waren auch total durchschaubar. Haben überall herumgefragt, ob jemand für sie Schmuggelgut zu anderen Inseln transportieren kann. Sowas mache ich nicht mit. Sag ihnen, was du willst. Mir ist egal. Denk dir was aus. Keine Ahnung was. Dass du mir gedroht hast, um nach all meine Goldfische zu essen, bis ich nachgebe. Fällt dir das? Ich habe noch andere Ideen. In meiner Freizeit schreibe ich nämlich Bücher. Wie dem auch sei. Solange sie von diesem Dock verschwinden und weiterziehen. Okay? Gut. Dann kommen wir doch bestimmt zu einer Einigung. Sieh an. Er zittert am ganzen Leib. So ein Feigling. Ich könnte es von hier drüben aus nicht sehen. Wie hast du es gemacht? Mit der umgekehrten Mandarine? Bitte was? Dem guten alten Seitanzschlurfer spielt keine Rolle. Er sieht gebrochen aus. Du hast den Mann gebrochen, Kleiner. Dafür hast du es dir verdient, uns mitzunehmen. So ein Mist. Gehen wir zu deinem Schiff. Oh, verdammt. Jetzt bereuen wir ihn mit ans Boot zu nehmen. Ein Boot. Oh, war ja. Ein Krawall. Ein Krawall macht an Bord. Hey du, was kriegst du denn so? Oh, okay. Sieh ihn nicht an. Ich rede hier. Mein Bruder Mickey ist eher schweigsam. Wenn du eine Frage hast, kommst du zu mir. Kapiert? Gut. Dem Idioten hast du es aber gezeigt. Kinderspiel. Mein Bruder glaubt nicht, dass du es darauf hast, dieses Schiff zu stören. Vielleicht krallen wir uns es einfach. Genau. Denk mal darüber nach. Man sieht sich. Ah, ja. Der wird von einem. Der große Bulle wird von einem kleinen Kolibri. So, sehr realistisch. Schon gut, erzählen niemanden davon. Ach. Ich kopf mit der Umarmung kümmern ihn ein bisschen. Bestimmt auch einen weichen Kern. Hier oben ist doch gut zusammen.
gießen. Und ich nochmal gießen. So, neues Mitglied an Bord. Neuer Passagier. Alice Gang. Jetzt kommt ein neuer an Bord. Und Cathedral City. Und wir werden erstmal hier nach Oxbury. Nächste Zeit Oxbury. So, wie schnell können wir den wieder loswerden? Was können wir gegen dich tun? Seine Aufgaben müssen wir schnell erledigen. Weizensamen, aha. Die können wir gebrauchen. Damit können wir dann endlich. Ich glaube, damit können wir. Mit Weizen können wir dann das Ding ins, ins Öl machen. Können wir gleich mal als nächstes anpflanzen. Ich glaube es ja nicht, das ist fabelhaft. Erdnüsse sperren die Augen auf. Das ist ein Meteorschauer. Ah, Meteorpulver brauchen wir auch. Endlich kommen dann Sachen dazu, die wir brauchen. Ist das nicht prachtvoll? Sag mal, was landest du denn hier einfach in, mitten auf dem... Und auch nur ein klein wenig gefährlich. Natürlich könnte man einen Arm oder auch ein Bein verlieren. Und was ist schon solche Wunde schon im Vergleich zu dieser Herrlichkeit? Was sind körperliche Schmerzen im Vergleich zu diesem Nervenkitzel? Aus dem könnten dabei ein paar Kometensteine für dich rausspringen. Ist das nicht wundervoll? Also was meinst du, Bambina? Hab keine Angst, ich werde dich auf sicherem Abstand beobachten. Man kann schließlich nicht vorsichtig genug sein. Ah. Viel Spaß. Okay. Wieder regnet's. Komm eben. Feuerwerk. Oha. Unterregung, Feuerwerk. Das. Nicht so was nachmachen. Das kann gefährlich sein. Feuerwerks gewonnen nach Jahren. Kometstein, aha. Auch Kometen, ja, nach Jahren, wenn ihr welche seht. Das ist mal faszinierend. Und schön rund. Das war nicht schlecht. Zwei auf einmal. Ich
keine. Du musst uns zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Du musst gegen ein paar Pulsarstrahlen kämpfen. Genau, gute Idee, Mickey. Ich möchte dich kämpfen sehen. Gegen soll es ein paar geben. Kümmere dich darum. Oh nein. Du warst großartig, Erddurchsinn. Ich weiß, dass es albern klingt, aber brenzliche Situationen fand ich schon immer klasse. Lichter, der Lärm, der Adrenalinschub. Ziemlich cool, das musst du doch zugeben, oder? Warum zu rennen, ohne zu wissen, ob man in einer Minute noch atmen wird? Aha, es ist richtig, Bambina. Ich wusste doch, dass du es in dir hast. Du bist ein Naturtalent. Ich hab dich so lieb, dass ich dich auffressen könnte. Und jetzt zurück an die Arbeit, du kleiner Schlingel. Aha. Oxbow entdeckt. Wir müssen seine Quests ganz schnell annehmen, damit wir den loswerden. Ist das Stier oder was der ist? Das ist doch eine Belastung. Und Wildfang. Ich glaube, wir haben noch etwas zu klären. Ich sehe nämlich nach etwas Warmem, nur den. Für eine Schüssel Nudelsuppe würde ich sterben. Ich weiß. Es ist einfach mein unerreichtes Lieblingsessen. Was war nur so ein Gedanke? Das haben wir doch hingekriegt, da brauchen wir noch Mehl. Oder nur in der Mühle einfach mal schnell. Antreiben. Und auf geht's. Und hier gleich mal Getreide anpflanzen. Oder war das oben? Kartoffelsamen. Oh, Kartoffel. Interessant. Können wir Knoffelgerichte nicht machen? So, lassen wir das nochmal schnell wachsen, damit wir durch Getreide pflanzen können. Weil endlich Arthur sein Hühnchen geben können. Das ist gut, das Ding ist auch schon fertig. Weizensamen. Das Reismehl. Das können wir jetzt mal kochen.
da kam dann die Nudelsuppe raus. Wie auch immer. Schnell das Weizen wachsen lassen. Kann man später Brot ausmachen. Suppe. Hier kommt das Öl. So Weizenmehl wird es gemeint. Also Weiz. Hieß das nicht? Das war ja. Oliven war noch irgendwas, aber. Auf jeden Fall gebratenes Juniorfleisch. So ein bisschen eine Mühle bauen, das. Sounds bei Docks können wir Gebäude erhalten. Dann brauchen wir gar nicht die Mühle für. Wenn ich das richtig sehe. So stehen wir noch hier, ja. Das wollen wir nicht. Jetzt haben wir dann die Mühle gebaut. Wie die bei Oxbury. So, wir klatschen wieder morgen. Müssen wir gleich nochmal nach South Point zurück und dann. Schon wieder die Nacht durchgemacht. Und dort mal vielleicht einen Plan kriegen, dass wir dann die. Da haben wir das schon. Und das müssen wir bauen. Zu kleinere. Das macht Steine zu finden? Nee. Brauchen wir ein anderes. Egal. Wir haben gleich mal das Soundball gucken. Oha. Du hast das Weg, du. Das ist unsere Stadt. Wir sind die Dice Boys. Wenn wir rollen, dann aber richtig. Hard out. Nichts. Du hast noch nie von den Dice Boys gehört. Das kann doch nicht sein. Die Straße ist schon seit Jahren unsere Bühne. Wir breiten die Botschaft X. Mit unserer Marke. Vielleicht hast du unseren Namen nicht richtig verstanden. Die Dice Boys. Verrückt, verrückt. Verstehe die Wörter nicht. Wir sind Tag und Nacht hier draußen. Und klappern. Singen, reimen ins Mikrofon, treffen immer den richtigen Ton. Wir brechen dein Genick. Das ist ein toller Trick. Nix. Wow. Du hast bisher wohl hinter dem Mond gelebt. Hör zu, um deine erbarmungswürdigen Mangel an Kultur gut zu machen, kannst du uns einen Gefallen tun. Ein paar Exemplare von Platz of Warnings, Gerd Doc. Sacred Dog, nee, Sacred Dog.
teile sie einfach an die Mitglieder unseres Straßenteams. Keine Sorge, das sollte nicht lange dauern. Ihr schreibt dir das auf, damit du es nicht vergisst. Der Würfel rollt immer, der Preis sinkt. Nie und nimmer. Kommen die Gänge, verteile die Platten. Ah ja. Hallo, kann dieser Tag denn noch länger dauern? Nein, das ist einfach unmöglich. Hast du schon das sehr gute Brot gehört? Es ist spektakulär. Das ist das Wort. Ah ja. Gestern war es heiß und heute ist es auch heiß. Ich bin total verschwitzt. Ich weiß, was da los ist. Du weißt, dass die das Wetter kontrollieren können. Weißt du, was sie nicht kontrollieren können? Mich. Ich glaube, ich werde ein Bad nehmen. Was fährt denn das Wetter? Wir sind hier in der Stadt der Rapper und Verschwörungstheoretiker. Unterwegs zu einem glücklichen Tag. Verdammt. Nur zwei Groschen in der Tasche. Ich komme nicht dran. Die stecken ganz unten fest. Ich kann hören, wie sie sich amüsieren. Wie sie gegeneinander schlagen. Ich höre euch ihre kupfernen Miststücke. Ruhe, hörst du sie? Was soll ich sagen? Vielleicht machen sie sich über mein Hemd lustig. Merkt dieses Hemd. Ich brauche meine Ruhe. Ich möchte nicht von einem Kleingeld heruntergebracht werden. Der hat Probleme. Und wo es deren Straßen ging. Das Holz am Ende ist. Gleich mal fällen hier. Hübschen Baum mitten in der Stadt. Und wächst der nach. Aha. Da brauchen wir noch für. Wir sollten doch die Platten verteilen an die Straßengang. Wo finden wir denn diese Straßenlinien jetzt? Aha. Komm mal nicht lang. Man sieht sich. Softball-Docs. Okay. Mit fünf Zitronen. Ich durfte den Limonaden tragen. Die Pulsarstrahlen. Bilderrahmen, gebratenes Hähnchen. Amazon Park Uxbury. Finde die Partnerin des Holzarbeiters in einem Kaffee in Uxbury. Und Schmiede. Kaffee. In einem Kaffee. Das nicht offen hat. Brauchen wir nochmal einen hohen Sprung, um dran zu kommen. Ich glaube, hier können wir noch nicht weiterkommen.